Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Erfolg aus der Kategorie Erkundung und dann haben wir hier Wolf Inn und hier wollen wir uns das Achievement, ein Buch zu lesen, hat noch niemanden geschadet, anschauen und dafür müssen wir Folgendes machen. Bringt die bösen Kopien eurer selbst zurück zum Buch, nachdem ihr den Spinnen im Stützen es Geschäfts gefolgt seid. Und dazu befinden wir uns einmal hier in Ashkahet. Und ich fliege jetzt hier los auf den Koordinaten 63, 75. Wir müssen jetzt hier ein bisschen nach unten fliegen. Und zwar zu diesem gelben Punkt auf den Koordinaten 56, 84. Und das zeige ich euch jetzt schnell, wo wir da hin müssen. Wir müssen nämlich nicht oben rein, sondern unten in eine Höhle. Ne? Und ja. Jetzt gucken wir mal, die Höhle ist hier vom Eingang her, ne? Also da haben wir den Eingang der Höhle. Das ist jetzt in der Map von der Stadt der Fäden einmal die Koordinate 72, 57. Und dort gehen wir jetzt einmal rein. Wir machen das, glaube ich, mal ein bisschen angenehmer. Ich stealth hier mal durch, dann müssen wir die ganzen Mobs nicht beachten. Und wir halten uns jetzt erstmal hier mittig. Und dann können wir links rum. Und hier ist es jetzt so, dass wir an der Seite kleine Spinnen haben. Seht ihr die? Und diese kleinen Spinnen, denen müssen wir folgen an der Wand. Wir müssen nämlich hier hochlaufen. Okay, das ist jetzt hier teilweise ein bisschen tricky. Vielleicht gehe ich da mal aus der Katze raus. Die will irgendwie nicht so ganz. Bär hängt auch noch. Okay. Und ihr seht, da haben wir jetzt noch eine Spinne und wir müssen jetzt hier reinspringen. Es sieht gar nicht nach viel aus. Wir fallen dann nämlich ein Loch runter und sind dann in dem Special-Raum. Hier haben wir ein Portal, das uns rausbringt. Und was wir auch haben, ist ein Buch und das können wir anklicken. Und wir müssen jetzt einmal quasi mit dem Buch interagieren. Ihr seid zu weit entfernt. Okay, also laut vorlesen. Und ihr seht, jetzt kommen hier Spiegelbilder von mir. Und diese Spiegelbilder müssen wir jetzt dann gleich zu dem Buch zurückbringen. Die hauen nämlich ab. Und die müssen auch in der richtigen Reihenfolge zurückgebracht werden. Und dazu tigern wir jetzt los, klicken einmal wieder auf das Portal. Oder bei mir wieder, ich war vorhin schon mal drin, habe das schon mal ein bisschen erkundet. Und jetzt müssen wir diese verschiedenen Spiegelbilder von uns quasi einmal eintüten. So, dann haben wir das erste Spiegelbild von mir. Und zwar, das ist hier unten auf den Koordinaten 78, 60. Und das ist jetzt komischerweise, ich bin hier mit der Eulengestalt reingeflogen. Es ist auch in dieser Eulengestalt. Das können wir jetzt einmal anquatschen und quasi auffordern, dass das einmal zurückkehrt. Gut, dann haben wir ja schon mal das erste. Übrigens, es kann sein, dass die manchmal bei euch nicht da sind. Dann müsst ihr ein bisschen wegfliegen und wieder hinfliegen. Dann soll es eigentlich klappen. So, dann sind wir beim nächsten Spot. Und zwar hier auf den Koordinaten 58, 20. Ich muss jetzt hier dreimal aus dem Lager raus und wieder rein. Ich bin ein paar Mal hier von der Seite gekommen. Da war der nicht reingehockt. Jetzt bin ich hier von oben langsam reingelaufen und dann hat es irgendwie funktioniert. Also keine Ahnung, teilweise wenn du zu schnell rankommst, funktioniert es nicht. So, und wir quatschen jetzt auch mit dem einmal und schicken den zurück. Zeig's nochmal, hier ist das Lager, ne? Und wenn ich von der Seite reingeflogen bin, hat es nicht funktioniert. Jetzt bin ich per Fuß hier reingelaufen, dann hat es geklappt tatsächlich. So, der nächste Spot ist einmal hier oben auf den Koordinaten 23, 51. Und im Handy Notes ist das ein bisschen falsch eingetragen tatsächlich. Wir sind eher beim Fluglehrer als da hinten bei diesem Teich. Und da können wir auch mit dem wieder quatschen. In meinem Fall sieht er jetzt halt aus wie meine Fluggestalt, ne? Also wie gesagt, hier direkt beim Fluglehrer war das. So, dann sind wir auf dem letzten Spot. Und zwar einmal hier im Nest der Weberin auf den Koordinaten 56, 44. Und da war er dann hier dran gestanden und fängt dann an rumzulaufen. Ich sag's euch ehrlich, ich war jetzt da schon 5-6 Mal bin ich reingeflogen. Ich habe die Zone ein paar Mal geswitcht. Ich war hier auch schon 20 Minuten gestanden. Jetzt nach dem x-ten Mal Zone switchen ist er aufgetaucht. Also, wenn der bei euch dann jetzt steht, probiert alle die Sachen, die ich eben aufgezählt habe. Irgendwann kommt er. Und es kann halt auch sein, dass er hier unten quasi einmal im Kreis läuft, ne? Also da dann dementsprechend auch mal gucken, ob er bei euch am Start ist.
Als nächstes müssen wir wieder in die Höhle, wo wir ursprünglich waren. Und zwar auf den Koordinaten 71, 56 ist der Eingang. Und dann den Spinnen wieder folgen auf den Koordinaten 66, 56 hier auf der Map von der Stadt der Fäden. Und ja, hier sind wir jetzt quasi wieder hoch, ne, bei den Spinnen. Und dann wieder in das Loch rein. Und jetzt sind wir quasi wieder bei den Büchern. Und da tauchen jetzt unsere Spiegelbilder auf. Und mit denen können wir einmal quatschen. Aber ihr müsst ja sagen, dürfen wir übernehmen? Nein. Und wenn wir auf Nein klicken, mit einem quasi sprechen, dann gibt es einmal das Achievement. Und ja, das war jetzt ein bisschen eine ätzendere Sache, muss ich sagen. Also ich habe sowohl bei dem hier oben als auch hier in der Stadt echt lang gebraucht, bis der aufgetaucht ist. Das ist halt, ja, weiß ich nicht, einfach ein bisschen random Lack-Sache. Und ja, wenn ihr das dann habt, Achievement eingetütet, dann habt ihr auf jeden Fall eins der nervigeren von den Erkundungs-Achievements abgeschlossen. Gut, dann sind wir durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tilla, bis dahin. Ciao.